Hallo da draußen und willkommen zurück. Die nächste Folge Batman Arkham Knight. Mir ist aufgefallen, beim letzten Mal habe ich leider nur in 30 Frames aufgenommen. Jetzt sind es wieder volle 60. Falls ihr euch gewundert habt, habe ich leider bei den Spieleinstellungen vergessen anzupassen. Oh shit. Ich glaube, ich muss das doch erstmal hier, die Mission da erstmal machen mit dem Fahrzeug. Wenn der schon direkt vor meiner Nase fährt, dann mache ich den gleich weg. Den Brecher. Voll geil. Slow-Mo, Raketen, alles dabei. Geht schon mal gut ab in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ne? Und, Rakete, Rakete. Scanner, 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 Scanner. Bam! Nur ein paar Leute überfahren, die auf dem Weg stehen. Perfekt, ne? Und Rakete. So, Mann, das ging immer schnell, würde ich sagen. Es gibt keine Verstärkung. Ich bin schon da. Batman ist da. Verpiss dich. Kurve, Kurve, Kurve. Wow, Alter, da habe ich gut gefressen. Er hat gesessen, Mann. Wow, 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 wow. Scanner, 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 Scanner. Wow, das war knapp. Komm, einer noch, einer noch. Eine Rakete noch reicht. Komm, verpiss dich. Scan weiter, scan weiter, scan weiter, scan weiter. Oh, shit. Ach komm jetzt, den habe ich nicht getroffen. Scheiße. Wow. Hat er mich getroffen? Nein, nein, nein. Falsche Richtung, falsche Richtung. Oh, fuck, Ralf, Mann. Nicht treffen lassen. Komm schon, Batman. Wow. Nein, nicht verlieren. Alter, voll eine Garage hier. Wow, Alter, was ist das für eine Fahrt? Der ballert wie ein Verrückter. Hält der schon mal gut an. Alter, wie der fährt. Leicht rub you off. Komm jetzt bitte, scan, 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 scan. Und Rakete, Rakete. Und oh, endlich, Alter. Blöde Kuh, ey. Sehr gut. So, dann können wir uns jetzt mal wieder hier um den Man-Bat kümmern. Bam! Und schön durch die Menschenmasse gefahren. Alles okay, Mann? Ja. Ja. Alles okay. Sicher? Ja. Nur eine halbe Sekunde oder so. Habe ich vielleicht was von Scarecrow's Gas eingeatmet? Was ist passiert? Nicht. Ich bin mir immer noch nicht ganz genau sicher, wie ich denn auf der Karte jetzt da diesen Typen da finden soll. Wahrscheinlich muss ich mich einfach nur irgendwo oben auf einen Punkt setzen und warten, bis das Ding an mir vorbeifliegt, oder? Oder mache ich das mit dem Scanner hier? Ich kann sie hören. Wer? Es gab da einen Anfall. Damals, als ich in der Armee war. Wir haben so 10 unserer Leute umgebracht. Und wir haben sie dafür bezahlen müssen. Gut. Ja, oder? Gas unter die Maske gekommen ist, ist es so. Oh, hallo. Hinter mir stehen. Nein, schlecht, ne? Und was denn, Mann? Und ich glaube, sie wollen mir wehtun. So, da haben wir die schönen Pflanzen der Eve. Er hat hier schön in den Garten gepflanzt, finde ich gut. Ich hätte in der Fabrik sein sollen. Ich hätte Batman aufgehalten. So, wo ist denn dieses Fledermaus-Ding da? Oh, guck mal. Hallo. Naja, ich weiß ja, dass du keine Erfolgsgeschichte mit deinen Partnern zu verzeichnen hast. Kriegen die eigentlich Krankengeld? Das war alles, was du mich fragen wolltest? Ach komm, Joker. Ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ach, wie herzallerliebst. Ich glaube, der Riddler hat für diese Nacht tatsächlich einen Plan geschmiedet. Wie niedlich. Er traut sich einfach nicht zu improvisieren. Wow. Hat er gerade der Blitz in Batman eingeschlagen, sag mal? Das sieht so geil aus, das Spiel, Leute. 60 Frames, zieht euch das mal rein.
Also einfach, ich finde es ein Traum, ey. Echt ein Traum. Scarecrow mag seine kleinen Ansprachen. Ich wusste ja gar nicht, wie komplex das Thema Angst doch ist. Das ist für Roboter. Oh shit, nein, die stehen unter Strom. Oh oh, ich glaube, ich sollte hier nicht haut. Oh, weg, Batman. Flieg! Flieg und Sieg, Batman! Flieg und Sieg! Das war aber ein bisschen zu heikel. Warum habe ich denn die ganze Zeit Stromschläge bekommen von den Roten? Was denn, waren das für Roboter überhaupt? Fragen über Fragen und Batman hat keine Ahnung. Hier stehen wir für geile Mucke, ey. Ich bin mir leider gerade gar nicht mehr sicher, in welcher Ecke von Gotham dieser blöde Typ da rumgeflogen ist. Ah, guck mal, da unten ist ein Gegner. Wollen wir uns den mal holen? Wollen wir uns mal neue erkennen? Ach du Scheiße, sind das viele. Ich würde sagen, wir machen nochmal... Was ich so höre, wird Batman immer schlimmer. Er schlägt fest dazu. Den Joker getötet zu haben, hat ihn verändert. Und Massenschlägerei! Wow! So, wir holen das Batmobil. Weil ich eine feige Sau bin. Und... Na, ihr Wichser, damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Easy, Ralf, easy. Schön mit dem Batmobil gemacht. Rede endlich. Ich sag dir, wann du aufhören kannst. Du willst was über den Riddler wissen? Ich weiß eine Menge über den Riddler. Sehr verbunden. Ach komm. Da ist er, Ramin, hat er gesagt. Leider bin ich immer noch ein bisschen überfragt. Und oh oh oh, die Lex, die Lex. Oh, die Lex. Wird doch nur da hochspringen. Dieses Gerät ist so der krasse Panzer, dieses Fahrzeug. Habe ich denen gerade einen Elektroschock gegeben, sag mal? Mit der Riddler Ratso machen wir ein andermal, haben wir gesagt. Aber hier wäre eine Bombe zum Diffusen, sehr geil. Das machen wir doch glatt, oder? Warte, muss ich dazu ins Auto rein. Let's load the virus ab. Drohnenhack. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Muss einen muss ich hacken. Ah, guck mal. Kann ich die Drohne hacken? Den dann nicht mehr. Sehr gut. Sehr gut. Oh, voll daneben geschossen. Hacken, 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 hacken. Sehr gut. Boah, ich krieg echt mal auf den Sack hier von den Jungs. Oh no. Kanone, Kanone, Kanone. Wow, kannst vergessen, dass ich die auch noch kippe. Bezahlt er, dafür bezahlt er. Ihr bezahlt gleich hier, Penner. Wow. Die Mamba-Drohne. Wow, 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 wow. Ich krieg voll auf den Sack hier, Mann. Da sind voll viele Gegner. Was ist denn los? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie?
Komm, 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 komm. Yes, das war's, oder? Nice, 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 nice. Puh. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Good job, Madman. Laber mir nicht voll. War ein guter Einsatz. Aber wieder zurück zu unserem Falkenmenschen hier. Fledermauskreatur hat eine spezielle Echoortungssignatur. Wenn ich genau darauf achte, kann ich sie verfolgen und zur Strecke bringen. Diese Echoortungssignatur macht mir gerade ein bisschen Sorgen, weil ich noch nicht ganz genau weiß, wie ich die finde. Gibt es hier noch irgendwo andere? So ein Ping hier auf der Karte? Ich kenne meinen hier. Den da. Und ach, da unten ist auch noch irgendwas, oder? Was ist das bei Port Adam? Da kommt mir schon irgendwas entgegen, das ist irgendwo hier drüben, das kann doch nicht sein. Irgendwie. Gucken, das ist so ein DNA-Zeichen. Hier drüben war das nicht so ein DNA-Zeichen hier? Na? Nee, nix DNA-Zeichen. Schade. Nee, ich find's nicht. Aber ich glaube, ich muss nochmal rüberfahren. Ich habe auch gar keine andere Möglichkeit. Ich muss auf jeden Fall mal hier aus dieser Ecke da raus. I don't know, guys. I don't know. Wir fahren mal nach Black Island. Alter, was war das denn für ein Knockout, ey? Irgendwie muss ich einfach jeden verprügeln, den es hier in der Stadt gibt. Keine Ahnung warum. Warte mal, das war doch... War das nicht hier bei Yves Kräutergarten? Dieser Typ? Oder war ich da vorhin schon? Auf der Suche nach Madman, wollte ich schon sagen. Man-Bat, so heißt er. Komm schon, wo ist denn dieser Typ, Mann? Das mit dem Signal habe ich auch noch nicht ganz geschnallt. Soll ich denn hier mit vielleicht? Ich sehe zwar sehr viel, aber nicht so ein Ding da, ey. Da unten sind lauter so Ziele? Ne, komisch, ey. Batman hat einen Panzer. Scarecrow hat zig Panzer. Wo ist mein Panzer? Das ist nicht fair, Mann. Nee, sind leider nicht. Na, Joker, auch mal hier. Wie geht's du dir so? Du denkst immer noch an Talia, was? Verständlich. Die Liebe seines Lebens zu vergessen ist nicht leicht, besonders wenn man für ihren Tod verantwortlich ist. Ach, laber nicht. Du bist schuld, du Arsch.
Ja, meinst du, ich würde jetzt diesen blöden Typen da finden? Das kann aber nicht wahr sein. Eine Fledermaus ruht eine Fledermaus und ich finde sie nicht. Halt nach der Fledermaus-Ausschau. Ich will nicht wieder überrumpelt werden. Mal easy peasy mit einer Drohne geflogen. Wer zündet denn eine Feuerwache an? Keine Ahnung. Wahrscheinlich jemand mit Humor. Da flattert aber auch gar nichts um mich rum, ey. Laber mir doch nicht voll. Bin voll der Gewinnertyp. Um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass wir hinter den Barrieren hocken. Da draußen heißt es jeder für sich. Keine Sorge, das Nicht-Milizpersonal hat strikte Befehle. Die, von denen wir wissen, da draußen laufen Psychos rum, die auf keiner Seite sind. Also gut, irgendwie habe ich es nicht geschafft, in dieser Folge den Typen zu finden. Ich werde, bevor ich die nächste Aufnahme starte, den ausfindig machen. Und dann sehen wir uns wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen, diese kleine Jagd. Mir persönlich macht es wieder sehr viel Spaß. Lasst einen Kommentar da. Und wieder jetzt in 60 Frames. Sorry, nochmal in der letzten Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ich bin Batman. Und ihr schaut zu dabei. Bis dann. Macht's gut. Ciao.